Stellt euch vor, ihr fliegt mit der Swiss von Zürich auf Ägypten, redet zufällig mit eurem deutschen Nachbarn und merkt, für einen genau gleichen Flug hat der nur die Hälfte gezahlt, wie ihr. Und das nur, weil er aus dem Ausland kommt und in Zürich umgestiegen ist. Was total unsinnig tönt, ist für die Swiss ein gutes Geschäft. Adrian Zehnder. Naturschönheiten in Afrika. Wie die weiße Wüste von Ägypten. Geschossen hat diese Fotos Dionys Moser. Er organisiert Abenteuer- und Fotoreisen. Als Reiseveranstalter ist er auf günstige Flüge angewiesen. Bei Swiss-Flügen von Zürich nach Kairo hat Moser erstaunliche Preisdifferenzen festgestellt. Wir zahlen 100% mehr. Also ein Flug kostet für uns um die 1'000 Franken nach Kairo, zum Teil noch plus Tax dazu. Und ein deutscher Kunde zahlt die Hälfte inklusive Tax. Die Swiss schröpft Schweizer Kunden. Ein Beispiel. Zürich-Kairo-Retour, Abflug letzten Samstag, günstigster Tarif mit Swiss ab Zürich, 1.123,50 Franken. Zum Vergleich. Frankfurt-Kairo via Zürich mit der gleichen Swiss-Maschine gibt's für 461,50 Franken. Das sind 662 Franken weniger. Swiss verlangt von Schweizer Kunden über zweimal so viel wie von den Deutschen. Wir sind einfach die, die das finanziert. Wir tun das subventionieren schlussendlich, dass ausländische Gäste ab der Schweiz viel günstiger fliegen als die Schweizer selber. Zürich-Kairo ist kein Einzelfall. Der Aufschlag für Schweizer hat System. Swiss lockt mit Discountpreisen deutsche Passagiere zum Umsteigen nach Zürich. Auch Schweizer könnten ihren Flug in Deutschland beginnen und so sparen, argumentiert Swiss. Ja, wenn ich einem Gast aus dem Buschlaf sage, er soll zuerst auf Stuttgart oder auf Frankfurt einsteigen, nachher noch auf Zürich und Zwischenland und dann weiter auf Kairo, dann zeigt er mir den Vogel. Das geht nicht. Und das ist auch ökologisch ein völliger Blödsinn. Da machen wir nicht mit bei solchen Sachen. Unternehmer Emil Koch aus Murten macht solche Umwege, um Kosten zu sparen. Der Planer und Verkäufer von Blitzschutzanlagen ist viel unterwegs. Für ein Großprojekt flog er im Januar mit Swiss nach Warschau. Für einen guten Preis musste er ab Stuttgart via Zürich fliegen. Schlussendlich habe ich mich nachher entschieden, dass ich nach Stuttgart fahre mit dem Auto. Und dann habe ich dort übernachtet und am anderen Tag sind wir zusammen nach Warschau geflogen und am Abend wieder zurück. Dann habe ich wieder übernachtet und nachher bin ich in die Schweiz zurück. Gereist am anderen Morgen wieder mit meinem Auto. Alles zusammen miteinander hat mir am Schluss weniger gekostet, als wenn ich ab Zürich geflogen wäre. Was für mich eigentlich eine Differenz hat gemacht von etwa 1'000 Franken zu meinen Gunsten. Wir rechnen nach. Zürich-Warschau hin und zurück kostet 1.933 Franken. Wer ab Stuttgart fliegt und in Zürich in dieselbe Swiss-Maschine umsteigt, bezahlt 497 Franken. 1.436 Franken weniger. Passagiere ab Zürich zahlen nahezu das Vierfache. Solche Preisdifferenzen findet Swiss nicht ungewöhnlich. Der Wettbewerb bestimme den Preis. Der Kunde in Stuttgart hat die Möglichkeit, mit einem Konkurrenten direkt zu fliegen. Der Konkurrent hat sehr attraktive Preise. Diese Preise versuchen wir zu unterbieten. Und deshalb hat der Kunde, der in Anspruch oder in Kauf nimmt, in Zürich müssen umsteigen und mit uns wieder fliegt, eben einen Preisvorteil. Und der Kunde, der einen Direktflug ab Zürich hat, zahlt ein bisschen mehr, hat aber auch die Bequemlichkeit von einem Direktflug nachher. Dieses bisschen mehr sind für Unternehmer Koch mehrere tausend Franken. Er fliegt noch einige Male nach Warschau. Deshalb überlegt sich Emil Koch, günstige Swiss-Tickets ab Deutschland zu kaufen, aber erst in Zürich einzusteigen. Geht nicht, sagt Swiss. Das ist mir klar verneint worden. Also das ist nicht möglich. Mein Flug fange ich in Stuttgart an und höre auch wieder in Stuttgart auf. Und wenn ich dort nicht einsteige, verliere das den Wert, also das Billett den Wert. Swiss bezieht sich auf die sogenannte Verfallsklausel im Kleingedruckten. Dort steht, dass ein Flug exakt in der gebuchten Reihenfolge abgeflogen werden muss. Wenn nicht, wird das ganze Ticket ungültig. Aber eine solche Bestimmung ist illegal. Rechtsprofessor Vito Roberto kennt mehrere Gerichtsurteile. Vor kurzem hat erstmals auch ein Schweizer Gericht im Sinne der Passagiere entschieden. Rechtlich haben wir ein Basler Gericht, wo es einen Teil der Leistung beanspruchen und einen Teil nicht. Und die Airline darf nicht sagen, dass es dann die andere Hälfte auch verfällt. Mhm. Wenn man das überträgt, dann
muss es auch so sein, dass jemand, der nicht in Stuttgart bereits einsteigt, sondern erst in Zürich einsteigt, man nicht kann sagen kann, dass der Weiterflug verfallen ist. Wenn die Airlines einziehen, entsprechende allgemeine Geschäftsbedingungen, dann muss man sagen, diese Geschäftsbedingungen sind ungewöhnlich und darum ungültig. Trotz des Basler Urteils, Swiss hält an der ungültigen Bedingung fest. So kann die Airline weiterhin dort kräftig abkassieren, wo keine Konkurrenz herrscht. Die Passagiere sitzen am kürzeren Hebel. Kein Thema sind die ungültigen Geschäftsbedingungen von Swiss für die Aufsichtsbehörden vom Bundesamt für Zivilluftfahrt in Basel. Sie sind nicht zuständig für das, hat Basel gesagt. Es ist also keine Hilfe von denen zu erwarten, die eigentlich den Fluggesellschaften sollten auf die Finger schauen. Darum sagen wir, schauen selber. Im Moment sind wegen dieser umstrittenen Verfallsklausel mehrere Fälle hängig. Und wie ihr euch am besten wehren könnt, das zeigt das Merkblatt vom KTIP und das findet ihr auf unserer Homepage. Swiss meint, es gäbe bei ihnen 2 Millionen Flugtarife und die würden beständig ändern. Und die Aufschläge für den Heimmarkt, das sei kein Swiss-Phänomen, sondern ganz normal in der Branche. Andere Fluggesellschaften machen das auch so. Allerdings, solche happige Aufschläge, wie es Swiss macht, hat der Kassensturz keiner gefunden und auch Swiss hat keiner Beispiel